Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier an einem wundervollen Donnerstag. Die Woche ist fast geschafft und wir schauen uns heute ein Video an, was sich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben, weil es auch hier auf dem Kanal schon ein Ritual ist. Wir schauen uns ja immer jeden Shopping-Stream von Montana Black an und es ist ein neuer online gekommen und zwar 3000 Euro Luxus-Shopping-Stream plus Reaktion auf Trimax neue Uhr, da haben wir ja schon drauf reagiert. Reaktionsboss. Und ich wollte mich noch bedanken. Es sind hier auf dem Kanal mittlerweile über 400.000 Abonnenten. Das ist ja wirklich geisteskrank. Und das ging auch sehr, sehr schnell. Und macht gerne so weiter, Freunde. Let's go. Wollen wir noch mal ein bisschen luschern von Burberry. Also, ich freue mich auch schon wieder auf die diversen Marken, die hier ganz wild ausgesprochen werden von Brody Monte. Ich hätte von denen gern noch ein paar Sachen, Digga. Aber irgendwie, ich habe gestern mir schon zwei, drei Sachen wieder bestellt. Übrigens, Leute schreiben immer in die Kommentare, dass ich mich sehr, sehr ungesund ernähre, seit ich hier keine Smoothies im Stream mehr trinke. Liebes True Fruits Team. Vielleicht macht ihr einfach mal ein bisschen Welle unter deren Insta-Account oder so. Nein, Spaß. Aber ein Sponsoring wäre schon nice. Das ist auch wirklich keine Werbung. Also ich kennzeichne jetzt mal lieber Werbung, aber ich bekomme keinen Cent leider von denen, auch keine Free Smoothies. Weil viele haben wirklich gesagt, ja, du kennzeichnest die Werbung gar nicht, wenn du dein Smoothie trinkst. So, ich habe das Logo extra nicht in die Kamera gehalten und ich habe es wirklich getrunken, weil ich es gefeiert habe. Und kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Liebes Marketing-Team. Okay. Nice Shoes am Start? Wahrscheinlich nicht, Digga. Nix für mich. Wobei der Schuh an für sich, den finde ich ganz nice, bis auf diese Schnalle hier. So, dieser Grundschuh sieht ganz nice aus, aber die Schnalle ist halt nicht meins. Montana Black zum Beispiel, er könnte sich niemals was von Dior holen, weil er halt nur auf Fartech shoppt. Nee, also da muss ich auch wirklich sagen, da... Nee, Digga, oder? Nee. Nee, wirklich oder? Nicht. So, die sind so ein bisschen auf Air Max 97er angelehnt, nur halt in fetter und mit Burberry-Muster. Es würde vielleicht zu seiner North Face-Jacke passen, diese mit diesem braunen Camouflage. Ach, ich bin mir nicht sicher. Von oben sehen die Baba aus, Digga. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Von oben sehen die Baba aus. Da sind wir uns alle einig. Aber das hier... Ach so, Moment mal ganz kurz. Die Cam muss selbstverständlich nach unten, sonst wird ja der liebe Monte überdeckt. So. Ist viel zu hoch, Bruder. Ja, hier das Gleiche, Digga. Guck mal, ob Versace was Neues am Start hat. Versace. Ein paar Unterhosen. Ich habe mir heute erst wieder 10 neue Unterhosen beim Shopping in Buxtehude gekauft. So, Versace. Okay. Da sehe ich mich aber sowas von drin, Digga. Inshallah, meine Größe ist da 55 cm. Oh, welche Größe ist das? Oh, ich weiß ja wirklich nicht, Alter, aber diese Cap, die ist mir eindeutig zu auffällig und zu unschlicht. Naja, ich sehe auch Monte ehrlich gesagt nicht so da drin, weil er ja immer schlichte Caps anhat. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich tendiere gerade eher zu Nein. Das sind New Era Größe 7,3/8. 7,5/8 ist das hier. Die ist auf jeden Fall zu groß. Dann passt das ja. 7,5/8 sind 61 cm und ich kann, die haben hier 59. Ja, das sind 2 cm Unterschied. Oh, Fingerspitze ungefähr Platz. Oh, könnte eng werden, Digga. 58 ist auch am Start. Klar, macht Sinn, Brody. Egal, wir riskieren und gut. Ich probiere noch. Ja, wenn nicht, Monte steht ja eh nichts zurück, dann verschenkt er das. Ist ja auch egal. Ich habe das passende T-Shirt dazu und deswegen bestelle ich mir die Cap. Eben. Der Kombinationsboss. Du müsstest es ja nicht fühlen, aber die Cap, ich finde die Cap, stellt euch einfach mal nur da, also... Okay, wir stellen uns jetzt vor. Ob ihr das mögt oder nicht. Die Cap, das passende T-Shirt dazu, Goldkette, Gold Rolex, das Catch, Digga. Ja, auf dezent angelehnt. Wenn Monte diesen auf Zuhälter angelehnten Style einmal so pro Monat fahren möchte, dann kann er das schon machen. Aber ich finde es ein bisschen overdose. Vor allem, wenn du das passende T-Shirt dazu anziehst. Ja. Dann noch die Unterhose, die habe ich auch, genau. Das catcht, finde ich. Und wenn es wenn ich dann noch die Versace Unterhose dazu. Dann vielleicht noch eine Versace Jogger in dem Muster und dann... Dich gefällt, dann gefällt mir halt nicht. Und gut, das finde ich zum Beispiel. Also da bin ich mit euch. Das wäre mir jetzt auch zu viel von den Farben her. Oder die Cap hier jetzt. Das wäre mir alles auch zu viel so.
Aber so simpel Schwarz-Gold-Kombination geht doch immer, Digga. Ja, die ganzen Sachen kenne ich hier schon, ist nichts Neues dabei. So, dann gucken wir mal bei... Wo guckt er jetzt? Ralf Lauren, vielleicht okay. Eine neue. Oh, der sieht nice aus, aber leider nicht meine Farbe mit Rot. Ja, das finde ich aber mal cool bei Monte. So ein Track, so auf Palm Angels, habe ich auch schon mal gesagt. Monte müsste sich mal so ein Palm Angels Tracksuit holen. Wobei das jetzt auch schon wirklich wieder abflacht. Aber gefällt mir. Der Pullover ist eigentlich ganz nice. Ist okay. Pullover, oder? Ja. Wie findet ihr den? Der geht klar. Ja, komm rein in die Masse. Wie beim Fleischklops. Ah, dann gucken wir mal beim Ehrenbruder Gucci Mucci. So, darf ich mir aber... Darf auch nicht fehlen. Gestern schon. Gleich kommt noch der Marcello, ne? Eine Sache bestellt, muss ich mal gestehen. Und zwar, ja, fühlt ihr oder fühlt ihr nicht? Ich fand das T-Shirt irgendwie, hatte Style. Das habe ich... Das ist sehr, sehr Monte-Style. Das ist sehr, sehr Monte-Style. Ja, das passt zu ihm. Bestellt. Auf dem Foto sieht es nicht so nice aus mit dem Model, so, aber... Ich fand das T-Shirt so von der Farbkombination hat es mir zugesagt, Digga. Hat mir zugesagt. Wie gesagt, müsst ihr nicht fühlen, das habe ich mir aber gestern bestellt schon. Ansonsten ist... Ich will ihn doch nur einmal in diesen Sachen sehen. Das wäre so nice, wenn er immer so Fashion-Pack-Openings hochladen würde auf seinem spontaner Black-Account. Einfach so alles, was er in den Shopping-Streams geholt hat, einfach alles mal anprobieren, seine Meinung dazu sagen und ob er es behält oder verschenkt oder ja, keine Ahnung. Ist eigentlich nichts Neues von Gucci Mucci drin gewesen. Was kann man dann, Balenciaga könnte man nochmal schauen. Balenciaga. Monte ist wirklich festgefahren auf seine 4-5 Marken. Ja, ja. Schwarzer Pullover. Der Pullover, der ist ganz cool. Ich hatte überlegt, mir den in Grau zu holen. Das ist dieser, der so ein bisschen so dieses Bio-Logo hat. Die Schuhe finde ich aber auch wirklich abgrundtief hässlich, die Balenciaga rausbringt. Oh, so ein babyblauer Balenciaga-Pullover. Why not? Ihr könnt gerne auch Klamotten, die ihr bei Farfecht... Wie wird das überhaupt ausgesprochen? Ich will es jetzt mal probieren. Endlich! Monte probiert jetzt Farfetch auszusprechen. Leute, ein Traum wird wahr. Das muss ich mir nochmal ganz in Ruhe anschauen. Fetch. Wer hat das ausgesprochen? Aber na zickzack, Junge. Sagt ehrlich, das ist komisch. Farfetch. Schönes Wort zum Aussprechen. Sagt jetzt ehrlich. Nee? Ja, geh schon. Bei Fahrtech. Farfetch. Es heißt einfach Farfetch, Bro. Echtiger Punkt. Also falls ihr Klamotten bei Farfetch gut findet, könnt ihr gerne bei Twitter einfach mich drauf verlinken und dann gucke ich mal nebenbei. Vielleicht finde ich da das ein oder andere Stück, was mir gefällt. Die Balenciaga Latschen. Oh. Nee. Balenciaga Pullover? Ja, da sehe ich Monte drin. Nice, Digga. Den finde ich ganz nice, ne? Das Model ist 1,88 und Trickgröße M. Dann, oh ja, Digga. Es sieht mir aber schon relativ groß aus für M, oder? Na, ich glaube, M wird es aber sein, oder? Ja, doch. Ja, M kann es sein. Okay, das ist cool. Den finde ich nice, aber ich glaube, Monte wird dieses Bio-Logo nicht. Ey, jetzt, wenn ich das nochmal so sehe, ich glaube, ich gehe gleich zu Bräuninger und hole mir den. Ich finde den doch sehr nice. Ja, nee, Digga. Der sagt mir nicht zu. Nee. Doch, ich finde den cool. Doch. Ja, doch. Sieht aus wie ein scheiß AOK-Pullover. Nein, Bro, das ist so auf Bivo angelegt. Model ist sehr dünn, ja, fühle ich. Aber M wird eigentlich passen. Ich guck mal ganz kurz. Moment. Ich habe also einen schon in die Richtung. Moment. Ja, boah, der liegt ja auf dem Boden, Digga, direkt hinter mir. Ah, der war von Givenchy, fällt mir gerade auf, lul. Liegt direkt hinter mir, Digga, muss groß. Zehner, wenn man ansatzweise Givenchy und Balenciaga-Größen vergleichen kann. Welche Größe ist denn das hier bei Givenchy? Ja, morgen steht keine Größe drin, hey, my life. Warum liegt der hinter mir auf dem Boden, Alter? Was ist das denn? Hier, was ist denn das von Givenchy für eine Größe? M. Ja gut, dann wird auch Balenciaga M passen. Ja. Gut. Völlig logisch. So, hat er sich eine Platinuhr geholt. Sag mal her, den Hobel hier. Selber ist Keramik drin. Ah, er hat sich die Day-Date. Was die sehr, sehr teuer macht. Oh, schöne Uhr, Digga. Und... Safe. Leute, man muss aber sagen... Ich habe mit diversen Leuten gesprochen und zwar meinte Trimax ja in seinem Video, er hat pro Glied 1500 Euro gezahlt, weil er hat ja noch zwei extra Glieder reingepackt, plus für die Uhr über 60, heißt er hat ja mindestens mal 63 Euro für die Uhr bezahlt. Die Uhr geht roundabout für 52.900 auf Chrono, das war so eins der mittelmäßigen Angebote.
Das heißt, er hat 10.000 Euro zu viel gezahlt. Sprich, Trimax wurde hier leider ein bisschen über den Tisch gezogen. Er hätte die Uhr nicht direkt bei Rolex holen sollen. Kann er der zu Marc gehen sollen oder so. Der arme Typ tut mir wirklich leid, weil er hat das nicht gekauft, um zu flexen, sondern als Wertanlage. Und meinte halt, ja, er hat mitbekommen, dass er in Edelstahl, in Edelmetalle investieren soll und so. Und hat sich eine Platin-Rolex gekauft. Ich hoffe für ihn, dass die Uhr, keine Ahnung, vielleicht auf 70.000 steigt, weil dann hätte er seinen Verlust wieder drin. Aber jetzt gerade liegt er wirklich 10.000, würde ich jetzt mal tippen, im Minus. Und er hätte sich die Uhr halt nicht direkt bei Rolex holen sollen, sondern bei einem Graumarkthändler. Das war nicht so clever. Und das macht halt auch keinen Unterschied. Wenn der Graumarkthändler, wie zum Beispiel jetzt ein Marc Gebauer, Box und Papiere zu der Uhr da hat, was er in 90% der Fällen hat, also du kaufst die Uhr ja dann mit Box und Papieren, dann macht das keinen Unterschied, ob du die bei Rolex oder da holst. So, dass, ja, keine Ahnung, du hast halt auch bei ihm Garantie drauf und so. Das war kein cleverer Deal, meine ich. Also korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, das war kein guter Deal. Ja, ich habe mich einfach ultra über die Uhr gefreut. Ich habe sie auch immer schon... Das ist die Hauptsache. Ich meine, sie muss ihm gefallen, aber man hätte sich ein bisschen mehr umschauen müssen auf dem Markt. Naja, wir machen weiter mit dem Shopping-Stream von Monte. Das Modell ist 1,72 und Größe M. Das heißt, ich bräuchte hier L in Waren. Ja, ist ein Standard-Gucci-T-Shirt. Monte mit Gucci-Mucci natürlich, wie er es immer sagt, gut aufgehoben. Boah, ja, die Hose, Digga, ich weiß auch nicht. Also was das, ja gut, naja, die Hose, Bruder, Mutter groß. So, also bei Dings, bei Balenciaga haben wir nichts gefunden. Gucken wir nochmal bei Marcello. Da von Bars. Der prophezeiende Boss. Ist auch übrigens die Cap, diese Cap und die gestreifte Cap, also für die Leute, viele haben danach gefragt. Von der Marke ist auch diese Cap hier, wo viele immer nachgefragt haben. Easy Rider T-Shirt. Ist auch ganz geil, Digga. Easy Rider. Ja, sieht cool aus. Nichts für mich jetzt, aber ich finde es cool von der Optik auf jeden Fall. Das ist hier im Übrigen die Cap, die ihr, wo ihr immer gefragt habt. Das war diese Cap hier. 97 Euro. Kein Schnäppchen, aber... Aber für Montes Kappensammlung auf jeden Fall noch eins der günstigeren Stücke. Geht. Also habe ich schon deutlich teurere Caps mir geholt. Ja, komm, die nehmen wir auch mit. Caps kann man auch nie genug haben, Digga. Ja, stimmt. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich eventuell mir dazu auch den passenden Pullover bestelle. Also Montana Black, der wird hier langsam wirklich der Uniform- und Kombinationsboss. Okay, Monte schaut jetzt auf Twitter, was die Leute ihm vorschlagen auf Fahrtech. Es sieht aber gut aus. So, dann haben wir hier einmal... What the fuck, Alter? Oha, ein Breaking Bad Pullover. Tiki. Oha, Digga. Baby. Oha. Wir haben wohl mehrere Sachen von Breaking Bad. Ich scroll mal so durch. Kennt ihr die Marke, Livestream? Neighborhood? Kennt ihr die Marke? Ich kenne die Marke, hab noch nie davon gehört, Digga. Ja, ihr kennt die? Ja. Ja, ich kenne die nicht, Digga. Also zumindest sagt sie mir jetzt gerade auf Anhieb nichts. Also der Pullover ist schon... Da brauchst du nicht auf Farfetch diesen Hoodie kaufen. Da kannst du sowas für 20 Euro in irgendeinem Billo Ami Online-Shop kaufen, glaube ich. Von der Optik aber nichts, was ich mir kann ich nicht tragen, Digga. Ja, und die Frage ist, nicht, Digga. Echt nicht. Das ist zu viel. Schade. Auf dem Bild bei Twitter sah es gut aus, aber nee. Was hat der denn da geteilt? Ah. 16.000 Euro. Ja, für 16.000. Ja. 42.000, klar. Wir packen es erstmal in den Warenkorb. Für 42.000. Ehrenbruder Shifty, damit hast du dir Folgendes verdient. Stumm schalten. So. Was haben wir hier? Ja, doch. Der ist cool. Mastermind Japan. 1.636 Euro. Aber um 35% schon reduziert. Ha, kenne ich nicht die Marke, Digga. Catch mich aber auch nicht, muss ich sagen. Okay, ich finde den Schnitt, so, der sieht sehr cool aus. Also ich finde, er sieht cool aus, auch von hinten so die Optik. Finde ich, sieht gut aus. Aber für den Preis, Digga, ja, den kaufe ich mir sofort, Kappa. Okay, Digga, willst du mich verarschen? Ey, what the fuck, Alter. Ach schon, oder was? Da fehlt was von dem Pullover, Brudi. Nee, da kannst du deine Arme auch noch durchstecken. Ja, und der sieht
Der sieht schon nicht schlecht aus, ne? Aber also den fühle ich schon. Der ist ganz nice. Ist halt schwer zu kombinieren mit Rot. Ich finde, Rot ist eine der leicht zu kombinierendsten Farben. Nach Schwarz und Weiß würde ich fast schon sagen, und Grau halt. Weil viele Schuhe haben rote Elemente drin, viele Hosen. Weißt du, wie ich meine? Also Rot habe ich eigentlich... Ja, mit Kapuze würde ich ihn auch mehr fühlen. Allein hier die Caps hinten. Die hat Rot drin, die hat Rot drin. Ah ne, das ist Orange. Die hat Rot drin. Hm? Ja, also ich finde ihn geil, aber ich habe nie eigentlich rote Outfits an. Deswegen, das musst du halt mit Rot irgendwie kombinieren, ne? Uiuiui, ja, der ist natürlich... Der sieht aus wie Montes Dings-Screen, wenn er manchmal so umschaltet von einem Clip zum anderen und dieses Auto so kommt, so sieht das aus. Geil, Digga. Der sieht echt nice aus, so vom Style her. So dieses 80er-Style-Ding, so Retro-Design. 445 Euro... muss los für... Ich würde es auch nicht tragen, aber so für diesen Joke kann Montes schon kaufen. Das ja. Ding mit Schriftzug Paris. Ja, das also das Model ist 1,86 groß und trägt Größe M. Das Ding geht ihn fast bis zum Knie. Sieht aus wie ein Pyjama. Und da gucke ich bei Größenpassform, fällt normal aus. Wählen Sie Ihre gewöhnliche Größe. Wenn ich mir das Scheißding in L bestelle, habe ich ein Kleid. Und die Unterwäsche? Ui. Monte immer, ne, mit seiner Unterwäsche. Ah ja, da sehe ich mich drin, Digga. Socken kann man auch mitnehmen. Da sehe ich, oha, Camouflage, Bruder, Kuss. Da sehe ich mich doch drin. Unterhosen sehe ich mich immer drin. Größe L. Die sieht aber wirklich jetzt nicht übelst wack aus. Also besser als die Versace Boxer. Jordan. Ja. Die sind cool. Die habe ich auch, tatsächlich. Ja, nee, Digi, danke. No front. Hier hast du dann endlich mal Sachen, die du mit Rot kombinieren kannst. So. Oha, 3000 Euro haben wir jetzt im Warenkorb. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er davon alles holt. Ich auch genug auf PayPal hab. Ich glaube aber, ich habe genug auf PayPal. Ich muss mal kurz schauen. Oha, Digga, ich habe nicht genug drauf. 2700 nur, Kappa. Ah, du hast den Code in... Ja, okay, danke. Ich guck mal, ob dieser Code, den der Zuschauer geschickt hat, mit, glaub, 15% Rabatt, Montana Black Pleite, Ehre, Digga, null, der funktioniert. Grüße. Nice, netter Zuschauer. An den Unbekannten, 413 Euro gespart. Gesamtbetrag 2693. Das war aber zur richtigen Zeit. Euro. Perfekt, Digga. Jetzt kaufen. Buff. Alles bestellt. Ja, das war doch mal ein erfolgreicher Shopping-Stream. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen an einem wundervollen Freitag wieder. Haut rein. Peace.